Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks live. Und heute will ich euch einen Panzer zeigen, den ich mir vor geraumer Zeit schon gekauft hatte, aber bisher selber noch keine einzige Runde gespielt habe. Und zwar den T28E mit F30. F30 ist die Kanone. Ich habe den auch so in der Garage noch nie gezeigt. Ich habe bisher einen Replay von dem mal zeigen können, aber eben noch nie live gespielt. Und eine Sache, die muss man gleich direkt hervorheben, als Crewtrainer wirklich prädestiniert, wegen 6 Mitgliedern. Einmal der Kommandant, der Richtschütze, der Fahrer, 2 Funker und ein Ladeschütze. Also wirklich für jeden was dabei. 380 Struktur hat er, 35 km/h Höchstgeschwindigkeit. Die Wannen- und Turmpanzerung natürlich sehr reduziert, das ist ja ganz klar. Dafür aber einen tollen Schaden, also die Kanone, das ist auf jeden Fall wirklich das, was den Panzer ausmacht. Ihr seht, 160 Schaden und 120 Durchschlag mit Normal und 161 mit Premium und das bei fast 10 Schuss in der Minute. Also, der kann dann schon was rausrotzen. Wir schauen uns auch nochmal das Äußere an, das muss ich eh noch machen. Prädestiniert also. Natürlich das klassische Weiß. Den Flecktarn. Ihn hier. Oder das. Erinnere mich ein bisschen immer an so eine Schlange. Wird genommen. Dann was noch? Was gefällt uns denn so? Ich nehme immer ganz gern so die hässlichen Farben, aber die ist eigentlich ganz okay. Nehme ich doch die mal. Ne, da gefällt mir die, die ist hässlich. Das ist gut, wird gekauft. Ist ja gerade im Rabatt und von dem her würde ich sagen, springen wir ins Gefecht. Eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Lüfter und Ansetzer, ja. Das Tarnnetz habe ich einfach nur mitgenommen, weil ich nichts anderes gerade kaufen will, um ehrlich zu sein. Ansonsten natürlich der Richtantrieb nie verkehrt. Nun aber, los geht's, ab ins Gefecht. Da haben wir also ein Matchmaking gefunden, sind hier Top-Tier mit dem Vierer. Dreier auch am Start, also von dem her für jeden was dabei. Und der Panzer, der hat wirklich, die Kanone ist grandios gut, die macht wirklich toll viel Schaden, lädt schön nach. Das Einzige, die 380 Hitpoints. Ist einfach nicht allzu viel, ist natürlich normal. Da hinten haben wir einen T28, den normalen. Also der B2 hat auch 400, also es ist auch nicht so wenig. Aber ihr müsst echt, gerade in einem Fünfergefecht, wenn ihr mal mit dem mal reinkommt oder sogar noch schlimmer, da muss man echt aufpassen, weil das ist ganz schnell ganz schön weg. Ja, mehr ist da eigentlich nicht dazu zu sagen. Die Panzerung tut ihr Übriges, dass man natürlich da besonders vorsichtig sein soll, auch wenn der B2 mit 400 Hitpoints nominell fast identisch ist. Aber er hat halt dafür auch eine Panzerung, die einfach sensationell ist. Und das haben wir hier nicht. Deswegen, wir sind definitiv keine Frontsaw, wie es der B2 ist, sondern die Unterstützung von hinten, so gesehen. Ja. 1C, wo willst du hin? So, jetzt darfst du vorbei. Gun Depression ist so gut wie nicht vorhanden. Deswegen mal kurz Google. Schauen, ob der Russian Bad Guy da vorne was aufmacht. Anti. Aber hier schaut so, als ob da nichts käme. Außerdem ist da genug Team zwischen der Linie und mir, also von dem her weiter geht's. Der war aber, also man sieht Snapshotten nicht so ganz leicht. Was wollte denn der 1C da? Den Marder einaimen, einaimen, einaimen. Nee, oder? Nochmal einen Blind. Nein, hat nicht geklappt. So, nehme ich dich halt so mit.
Na, aufpassen auf die Arti. Oh, der ging voll durch die Panzerung. Ja, Heidewitzka. So, und jetzt ein bisschen zurückziehen mal. Hab mich da eh schon mehr aus dem Fenster gelegt, als es eigentlich gut für mich war. So, der Marder hat fast nichts mehr. Und da kommt jetzt aber das Gegnerteam mal ordentlich durch, deswegen wird er jetzt verteidigt. Braucht halt lang zum Einaimen. Und selbst dann ist es immer noch so, dass... oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So weit ist der jetzt auch wirklich nicht weg. Na endlich. Und noch einer, komm. Einer geht noch. Einer geht noch rein. Einer geht noch. Einer geht noch rein. So. Die stürzen sich jetzt alle da auf die... Ah, der ist gerade tot, der B2. Fahren zurück. Und ich krieg sie nicht mehr zu sehen. Wirkungstreffer. Erwischt. Na. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ach, und der Hetzer. Von hinten. Entreißt er mir den Krieger. Schade drum. Den hätte ich ja doch noch gerne mitgenommen, aber hat nicht sollen sein. So, vielleicht schafft es ja die Arti noch. Nee, schafft nicht mal einen Schuss rauszubolzen. Lange genug eingezielt, aber wollte nicht und jetzt cappen sie es durch. Und schade, schade, kein Krieger gemacht. Trotzdem hat man in der Tendenz gesehen, zu was dieser Panzer fähig wäre. Und wenn der Hetzer da nicht so feige von hinten gekommen wäre, hätte es vielleicht sogar nochmal mehr ausmachen können. Zweiter Klasse. 490 XP auf Platz 1 mit 1215 Schaden. Und es gab 36.700 knapp raus und das muss man sagen, ist für einen Premium-Tier 4 doch absolut in Ordnung und dann noch bei einer Niederlage. Also dieser Panzer hat definitiv Potenzial zum Spaß machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.